Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand of Fate. Wir sind auf der letzten Ebene und entweder ist Dadaboss oder Dadaboss. Also ich schätze mal, eins von beiden wird das sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er der hier unten ist, zu dem wir zuerst hingehen werden. Ob wir den Boss diesmal besiegen werden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwar ein cooles Schwert, das Schwert des Skelettkönigs macht gut Schaden. Und Angriffe höherer Stufen heilen den Benutzer. Das ist auch nicht schlecht. Aber gegen diese Äxten wäre das Eisschwert nicht verkehrt. Von daher keine Ahnung, ob wir es schaffen oder nicht schaffen. Das werden wir sehen. Wenn wir es nicht schaffen sollten, dann werde ich alle Waffen bis aufs Eisschwert rausmachen. Dann bekommen wir es nämlich auf jeden Fall. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, wir bekommen die wandernden Musikanten. Yet even to this day, these minstrels play on tirelessly. Und ich hätte jetzt wirklich schwören können, dass wir hier den Boss bekommen haben. Again, a token is at stake. So, das hatten wir ja auch schon mal. Rationen braucht man nicht. Bitten wir einfach mal um ein Lied. Wir bekommen eine Segenskarte, die Rache. Das Very ist gut. Nice indeed. Ja, das ist nicht schlecht. Und wir schenken ihnen die Hälfte unseres Goldes. So, du hast wahrlich sehr viel Gold bemerkt, einer der Musikanten. Zum Dank erzählen dir die beiden, wo du ein Orakel der alten Götter findest. Sehr schön. Und das Token gehört uns. Wir sind gerade auf dem Weg nach Kader. Der Herzog gibt eine Siegesfeier, bei der die Dienste noch talentierter Unterhalter wie uns benötigt werden. Vielleicht sehen wir euch dort. Und das Token haben wir bekommen. Sehr schön. So, dann schauen wir mal da an. Das ist der Herr Leo. Den kennen wir ja schon. Wir geben ihm das Brot. Oh, und wir überspringen gleich... Alles klar. Okay, das ist jetzt neu gewesen. Wir haben gleich zwei Karten übersprungen. Na gut. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Egal, wir gehen auf jeden Fall zum reißenden Magier und schauen mal, was es da noch so gibt. Gegenstände kaufen. Das hier. Ah, guck mal. Echsenmenschen erleiden doppelten Schaden durch Angriffe des Spielers. Das ist genial. Das hört sich richtig gut an, weil diese Karte können wir echt gut brauchen für den Endboss. Die werden wir uns auf jeden Fall kaufen. Let the Lizardmen beware. Ja, das passt auf jeden Fall sehr gut. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Interesting choice. So. Findest du? Wirklich? Rationen brauchen wir, glaube ich, jetzt in dem Fall nicht. Da haben wir ja auch noch genug. War gut, dass wir den Laden betreten haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir zum Boss kommen. Da war Lehrling 1 und noch... Oh, das kann ich gar nicht lesen. Egal. Oh, das war doch nicht die letzte Ebene. Caves and caverns. One cannot hope to find adventure without a little delving now. Und ich dachte, das wäre die letzte Ebene gewesen. Naja, gut. Da habe ich mich wohl getäuscht. This thing I have created. I can hardly bear the sight of it now. I've worked my way through its many convolutions so many times. Run through these conversations in my mind over and over again. Wondered how it all ends. Will I ever know the truth? Ja, das frage ich mich auch, wo das alles enden wird. Schon wieder verirrt im Sumpf. Lost again? Ja. I would have thought you'd learned your lesson by now. Zwei Monsterkarten. Na toll. Alles klar. Dann erledigen wir mal die Monster. Kein Führer, der uns durch den Sumpf herausführt. Naja, gut. Was soll's. Besiegen wir mal die Gegner. Ich hoffe mal, das wird ohne Probleme gehen.
Ich würde sagen, das hat extrem gut geklappt. Nun gut. Muss glaube ich mal ein bisschen leiser machen, ist gerade ein bisschen laut. Wir finden leider nichts. Das ist natürlich schlecht. Gut, dann schauen wir mal, ob wir den Weg rausfinden. Select your desire. Ne, jetzt probieren wir nochmal neu. Mehr als ein Fehlschlag kann es ja in diesem Fall nicht werden. Zwei Fehlschläge. Und das Ganze nochmal. Und jetzt kriegen wir sogar einen enormen Fehlschlag. Scheiße. Naja, können wir kriegen. Aber ich denke, wir nehmen den enormen Erfolg. So, gut. Dann nächste Karte, die gewundene Schlucht. Das probieren wir natürlich auch gleich mal. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar die Eiswaffe. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann sind wir wirklich sehr, sehr gut gewappnet. Oder was bekommen wir denn alles? Den Donnerschlag. Naja. Mit diesem Attribut knistern die Elementare der Götter Magier fangen bei ihrem Anblick an zu zittern, dass sie eine Macht fürchten, die weit über ihren... Okay. Jeder Schlag fügt Blitzschaden zu. Okay, wir probieren es mal. Ist zwar nicht meine optimale Waffe, glaube ich, aber wir probieren es mal. Sie macht auf jeden Fall mehr Schaden. Really? Is that what you're going to do? Nicht wirklich, aber egal. Lebensmittelwagen. Perhaps your mind is such that only violence has a lasting impact. Wir bieten natürlich die Hilfe an. Wir kommen zu den Laden hier, den betreten wir auch mal ganz kurz. Und schauen wir mal, was hier passiert. Beziehungsweise was passiert. Wird nicht viel sein. Wunden heilen, Flüche entfernen. Gegenstände verkaufen, Rationen kaufen. Da haben wir leider nicht genug Geld. Naja gut, und Rationen brauchen wir jetzt auch nicht. Das Geld sparen wir uns auch mal auf. Und dann betreten wir die nächste Karte. Die kennen wir auch noch nicht. Das ist die Höhlenzuflucht. Of course it's inhabited. Du betrittst eine Höhle, um Schutz vor einem schweren Sturm zu suchen, als du Anzeichen dafür siehst, dass diese bereits von Monstern bewohnt wird. Wir betreten mutig die Höhle. Du rufst eine Kampfansage in die Dunkelheit und schreitest selbstsicher in die Höhle. Deine Waffe gezückt. Autsch. Vielleicht hätten wir uns doch verstecken sollen. Naja, gut. So, hier sind wir und dann probieren wir gleich mal die neue Waffe aus. Doch, die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das war jetzt eigentlich nicht so beabsichtigt. Ja, nicht ganz so gut gelaufen, aber es hätte auch schlimmer laufen können. Und doch, die Waffe gefällt mir ganz gut. Die ist nicht schlecht, die macht gut Schaden, ist gar nicht mal so langsam. Und ja, so. Wir bekommen auf jeden Fall drei Gewinnkarten und die
Du durchsuchst die gesamte Höhle und nimmst dir an Beute, was du finden kannst. Hätte ich fast vergessen vorzulesen. 3 Gewinnkarten und das Zeichen gehört uns. 25 Gesundheit, das ist nicht schlecht. 7 Rationen, ja, gut. 5 Rationen, ja, kann man so lassen. So, jetzt nächste Ebene oder Boss? Ausgangsportal. Now, this is my kind of travel. Ja, die hatten wir auch noch nicht bisher. Um weiterzukommen, musst du ein Portal betreten. Wir betreten das Portal. Da haben wir gleich einen Händler. It is time to confront death. Okay, das könnte jetzt sein, dass jetzt hier der Boss kommt, aber schauen wir mal. Muss auch nicht sein. Wir gehen mal in den Laden rein. Vielleicht gibt es ja noch ein paar unaufgedeckte Karten. Vielleicht können wir auch irgendwas Cooles kaufen. Nö. 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 Haben wir eh nicht genug Gold dafür. Na gut, in dem Fall verlassen wir doch einfach diesen Laden wieder und schauen uns die nächste Karte an. Was haben wir denn als nächstes? Die Blutauktion. Und wieder verlassen wir das Schloss, weil mir das so etwas zu heftig gerade ist mit dem Dings. Ich würde ganz gern, einfach weil der Boss, weil ich den Boss besiegen will, ja, ihr wisst schon, nicht mein ganzes Blut spenden hier. Ein Darlehen. Das werden wir auch nicht annehmen können, weil uns Gold fehlt. Eine neue Karte. Geist des Meeres. Let us stake a token on their foolishness. Während du eines Nachts an der Küste entlangläufst, bemerkst du, dass die Wellen immer wilder und schließlich mit donnernden Brausen anbranden. Aus der weißen Gischt schießt der erzürnte Geist einer Frau hervor. Ihre gellenden Worte lassen deine Ohren klingen. Noch ein Landbewohner, der blind gegenüber den Gefahren der See ist. Ihr unternehmt nichts, um die Grausamkeit und Gewalt des Meeres aufzuhalten. Bis jemand für mich Rache übt, wird die meine alle treffen, die untätig an den Küsten herumlungern. Wir bekommen eine Fluchkarte. Gehässigkeit des Gebers. Your ingenuity. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. Juhu, wenn immer der Spieler eine enorme Erfolgschancenkarte auswählt, muss er ebenfalls eine Verlustkarte ziehen. Toll. Und warum haben wir jetzt das Token nicht bekommen? Hat irgendwas noch gefehlt? Hätten wir noch eine andere Karte vorher aufdecken müssen dafür? Weil ich konnte ja gar nichts machen. Na gut. Der Todlose. Nein, auch dich werden wir. Ich fliehe in panischer Angst. Das machen wir jetzt nicht. Das muss jetzt nicht sein. Das kann man vielleicht irgendwann anders machen, aber nicht jetzt. Die Höhlenrettung. Na gut. 3 Magier und 3 Staub. Na gut. Dann lasst uns mal diese Gegner besiegen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Das ist noch relativ kurz enge Dings, oder? Aber das war jetzt nicht so beabsichtigt. Aber jetzt bin ich wieder voll dabei. Gut, das lief besser als gedacht. Ich habe mich nur ein bisschen dumm angestellt. Aber das kann ja auch mal passieren. So viel HP haben wir jetzt auch nicht verloren. So, 3 Gewinnkarten. Gold. 15% maximale Gesundheit. Wow. Und nochmal 10 Rationen. Es sieht doch mal gar nicht mal schlecht aus. Und da haben wir jetzt auch schon die Schuppendame. Und jetzt probieren wir mal, ob wir sie besiegt bekommen. Wir haben ja schon mal gegen sie gekämpft und da lief es, nun ja, überhaupt nicht gut. Aber jetzt haben wir eine relativ starke Waffe und relativ coole Waffe.
Und wir haben ja diesen Helm, der den Schaden verdoppelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt besser klappt. Ach ja, genau, das Totem war ja auch noch dabei, wo wir wegmachen sollten. Ach Mist, das habe ich vergessen. Sonst ist Totem wegmachen. Okay, Totem ist schon mal weg. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Tatsächlich, die Dings liegen schon rum. Oder? Ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft. Und ist relativ schnell. Okay, wir spielen jetzt auch auf leicht, muss man dazu sagen. Dass dadurch werden es ein bisschen leichter und wir waren wirklich gut ausgerüstet. Aber, yay! Du hast etwas preisloses, mein Freund. Do you ever wonder if your fell hand and the damage it causes are worthwhile? So, dann wollen wir doch mal unsere Tokens aufmachen. Für das Erreichen des Handelspostens im tiefen Wald erhältst du Ring des Tauschenden, eine Wildnisrüstung und 10 Rationen. Dafür, dass du Herrn Leo geholfen hast, erhältst du in die Hallen des Koboldkönigs 4. Da du so großzügig so viel Gold mit den wandernden Musikern geteilt hast, erhältst du 25 Gesundheit und ein Orakel. Für die Erkundung der Höhle während eines schweren Sturms erhältst du 3 Rationen pro Segen. Und für die Belohnung, als Belohnung für deinen Sieg über meine Rattendame erhältst du ein unbewegliches Objekt, ein Schildbrecher, ein enormes Schild, der Pestkönig und sein nächster Bossgegner und das Wirtshaus. We come close to an end for all things. Ja, das hätte ich auch so gesagt, dass wir langsam zum Ende kommen. 2 Bosse sind es, glaube ich, nur noch. Aber diese 2 Bosse widmen wir uns in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!